Jamila? Ja? Kannst du dieses Schiff fahren? Solange es über Wasser bleibt? Wir haben ein Leck. Unten im Laderaum. Dann reparier es. Und überleg dir etwas, womit wir das Schiff bewegen können. Die Segel sind hin. Der Mast auch. Und dann schaffen wir es bis nach Nordafrika? Vielleicht. Aber nur, wenn du herausfindest, wo wir sind. Ich muss mich jetzt um die Toten kümmern. Wie war das mit dem Leck nochmal? Offen schlecht, geschlossen gut. Bist du immer noch nicht fertig? Steck zur Not deinen Kopf rein. Hat das Schiff zufällig Teer geladen? Leider nicht. Aber ein ähnlich klebriges Zeug. Schau mal in das Fass mit den weißen Fäden auf dem Deckel. Wie soll ich denn herausfinden, wo wir sind? Sieh in der Kajüte meines Vaters nach. Da gibt es Karten und all die anderen Dinge, mit denen man sowas macht. Hier, nimm seinen Schlüssel. Mal sehen, ob ich das passende Schloss finde. Wie soll ich denn den Mast und die Segel reparieren? Das ist unmöglich. Du hast schon mal ein Ding gebaut, das fliegen konnte. Also lass dir etwas einfallen. Hast du die Männer gesehen, die euch angegriffen haben? Ja, besonders den, der auf meinen Vater gezielt hat. Sein Gesicht werde ich niemals vergessen. Ich wünschte, Carlos hätte mich nicht in seine Kajüte gesperrt. Dann hätte ich ihm helfen können. Stattdessen konnte ich nur hilflos zusehen. Gräm dich nicht. Dein Vater hat dir damit wahrscheinlich das Leben gerettet. Na und? Was soll ich jetzt damit? Mich auf ewig darüber ärgern, dass mein Vater ein verdammter Sturkopf war? Er war dein Vater und er hat danach gehandelt. Er wäre ein schlechter Vater gewesen, wenn er seine Tochter nicht beschützt hätte. Und er hat es gut gemacht. Du hast überlebt. Was weißt du schon von Vätern, hm? Stimmt. Ich habe nicht mal einen. Aber ich habe einen Bruder. Und ich vermute, dass er von denselben Leuten entführt wurde, die das hier angerichtet haben. Hast du gesehen, in welche Richtung sie weitergesegelt sind? Nein, aber selbst wenn, dann könnten wir nicht hinterher. Wir müssen zusehen, dass wir es überhaupt bis zum Land schaffen. Ich kümmere mich da mal weiter um das Schiff. Carlos Goldkette. Mit Schlüssel dran. Was ist das für ein merkwürdiges Brett? Mir scheint, da schimmert etwas durch. Ein Versteck für eine Schatzkiste. Das war ja leicht. Verschlossen. Da kommt man nicht so einfach ran. Navigationsgeräte, Karte, Seerohr, Rasiermesser. Das also sind Carlos' Schätze. Der Kapitän war wohl eher ein praktisch denkender Räuber. Moment mal. Die Truhe hat einen doppelten Boden. Was hat Carlos da versteckt? Jede Menge Schuldscheine. So viele, dass er sich die Kajüte damit hätte tapezieren können. Hier sind die Brandsätze reingeflogen. Sie haben ordentlich Schaden angerichtet. Da ist Schwarzpulver drin. Gesicherte Beute. Ein Sack voller Nägel.
Das Schloss scheint durch die Hitze des Feuers kaputt gegangen zu sein. Die Truhe lässt sich nicht öffnen. Jamila hatte versucht, den Brand so gut es ging mit Teppichen und Decken einzudämmen. Daher die starke Rauchentwicklung. Hier hat Carlos also seine Beutezüge geplant. Ein leeres Holzfass. Vermutlich war Trinkwasser darin. Das ist das eklige Zeug, von dem Jamila erzählt hat. Davon habe ich schon einmal gehört. Nennt sich Kautschnack oder so ähnlich. In Amerika soll es jede Menge davon geben. Wächst dort angeblich auf Bäumen. Ein Eimer davon dürfte für meine Zwecke reichen. Hoffentlich ist das Zeug nicht giftig. Das Leck ist unter Wasser. Aber ich könnte das Holzgitter abdichten und fest verschließen. Was eignet sich alles zum Abdichten? Nägel und Bretter, um das Gitter zu verschließen, Handfasern für die Ritzen und zum Versiegeln Teer. Ohne Ringe wird so ein Fass zum Plankenspender. Die Bretter sind jetzt fest, aber nicht wasserdicht. Weihe ich das Rasiermesser mal ein. Handfasern habe ich mir von einem der Taue abgehobelt.
Damit verstopfe ich jetzt die Lücke. Das Leck ist unter Wasser. Aber ich könnte das Holzgitter abdichten und fest verschließen. Was eignet sich alles zum Abdichten? Nägel und Bretter, um das Gitter zu verschließen, Handfasern für die Ritzen und zum Versiegeln Teer. Das Zeug klebt wie Teer und versiegelt hoffentlich auch so gut. Das Gitter ist wasserdicht, aber so hält es dem Druck bestimmt nicht lange stand. So, in den nächsten Tagen dürfte das Schiff nicht sinken. Ja, ich kann einige markante Orientierungspunkte erkennen. Vielleicht sollte ich sie mit der Karte vergleichen. Ja, das ist ein guter Punkt. Ich habe mir den Punkt und dessen Richtung gemerkt. Ja, das ist ein guter Punkt. Ich habe mir den Punkt und dessen Richtung gemerkt. Ja, das ist ein guter Punkt. Ich habe mir den Punkt und dessen Richtung gemerkt. Ja, das ist ein guter Punkt. Ich habe mir den Punkt und dessen Richtung gemerkt. Treffer! Das muss meine Position sein. Ich hab's. Wir sind in der Nähe von Malta. Jamila? Ja? Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Etwa hier. Kurz vor Malta. Das ist gut. Und schlecht. Wieso das? In Malta ist der geheime Stützpunkt unserer Flotte. Aller Korsaren weit und breit. Das ist gut, nehme ich an. Oder nicht? Ja, aber schlecht ist, dass mein Vater sich bei unserer Abreise mit dem Anführer angelegt hat. Was hat er denn Schlimmes gemacht? Ihm das Schiff geklaut? Und den Gehorsam verweigert. Mein Vater ist gegen ausdrücklichen Befehl auf Beutezug gegangen. Einen größeren Fehler hätte er gar nicht machen können. Oh. Aber es hilft nichts. Wir können froh sein, wenn wir es überhaupt bis Malta schaffen. Es ist unsere einzige Chance. Wir müssen dorthin. Ich hab's geschafft. Das Leck ist repariert. Schön. Dann hast du ja jetzt Zeit für die anderen Probleme. Wie soll ich denn den Mast und die Segel reparieren? Das ist unmöglich. Du hast schon mal ein Ding gebaut, das fliegen konnte. Also lass dir etwas einfallen. Ich kümmere mich da mal weiter um das Schiff. Die
Die Reling könnte tatsächlich in das Loch der Ankerwinde passen. Jamila, hilfst du mir mal bitte? Vorsicht, Jamila. Klemm dir nicht die Finger ein. Jamila, ich brauche noch einmal deine Hilfe bei dem Paddelrad. Danke. Jamila? Ja? Ich denke, wir können das Schiff jetzt wieder bewegen. Und wie soll das gehen? Schau her. Wenn wir den Anker werfen, treibt er durch sein Gewicht diese Rolle hier an. Dadurch drehen sich die Räder mit den Riemen und schieben das Schiff vorwärts. Wie ein Mühlrad, das von der Flussströmung angetrieben wird. Nur andersherum. Verstehst du? Nein. Aber Hauptsache, es funktioniert. Könnte sein, dass wir den Anker zwischendurch wieder heben müssen, um den Antrieb wieder aufzuladen. Mir egal, wenn es uns nur voranbringt. Volle Fahrt voraus. Kurz vor der Ankunft im Korsarenstützpunkt lief ihr Schiff auf ein Riff und brach endgültig auseinander. Mit letzter Kraft schafften es Jamila und Feodor an Land. Doch, doch. Das ist eindeutig das Schiff von Carlos. Besser gesagt, der klägliche Rest davon. Der Leviathan wird stinkwütend sein. Lass uns erst nachsehen, ob noch etwas Brauchbares an Bord ist, bevor wir ihm die Nachricht überbringen. Hey, dieses Mal hat Carlos zu hoch gepokert. Die Spanier haben euch nach Strich und Faden zerlegt. Geschieht ihm recht. Das wird ihm eine Lehre sein. Was redest du da, Dickwanst, hä? Was plusterst du dich auf? Das Schiff ist verloren, ja. Aber was ist mit dem Kapitän? Alle Männer sind tot. Auch Carlos. Verdammt! Besser für ihn. Wenn der Leviathan sieht, was passiert ist, hätte er ihn übel bestraft. Hör auf, so zu reden! Hey, Carlos wollte es doch gar nicht anders. Hat immer den Querulanten gespielt. Also, was regst du dich auf? Hör zu. Die Spanier waren einfach in der Übermacht. Sie hatten Kanonen. Viele Kanonen. Deswegen war es ja verboten, auf eigene Faust loszusegeln. Reiner Selbstmord. Aber dein Vater hat ja seinen Hals noch nie voll genug kriegen können. Noch ein Wort über meinen Vater und ich schlitz dich auf, Fettsack! Aufhören! Wir haben jetzt keine Zeit für Streitereien. Wer zum Teufel ist der Kerl überhaupt? Ein freier Mann. Oder zweifelst du daran? Nein. Solange du mich nicht daran hindern willst, die restlichen Schätze vom Schiff zu holen. Der Leviathan besteht darauf. Verdammte Barbaren. Aufspießen sollte ich sie. Ich reiße dich nur ungern aus deinen Gedanken. Aber ich muss unbedingt weiter nach Tripolis. Mein Bruder. Wir müssen nach Tripolis. Ich komme mit dir. Schon vergessen? Umso besser. Dann lass uns schnell aufbrechen. Wir brauchen ein Schiff. Du hast doch gehört. Der Leviathan will nicht, dass irgendjemand von hier ablegt.